Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn. Wir sind jetzt gerade hier an der ersten richtigen Quest, Ben. Wahrscheinlich das hier. Wir müssen jetzt zurück nach Devil Crossing, unserer Anfangsstadt. Und genau hier ist es. Okay. Wir müssen hier auch um. Also hier sind zum Beispiel die Einträge, die wir finden. So, Buchnotizen. Und hier sind die Devilverischen Schreine. Und hier sind Baupläne, okay. Aber der Schlüssel sind sozusagen die Hauptquests. Und das sind wahrscheinlich die gelösten Hauptquests, okay. Gut. Beschwören wir nochmal Skelette. Ja, jetzt haben wir sogar drei Armbrustschützen. Sehr gut. Okay, ja, dann Quest abgeben. Die Angriffe der Toten haben nachgelassen und die Anzahl schwindet. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass du dich um deren Quelle gekümmert hast. Ich habe den Wiedererwecker getötet. Eine Kreatur hat es getan? Beunruhigend. Danke deinen Bemühungen sollten wir hier noch ein bisschen länger durchhalten. Ich habe mit der Torwache gesprochen. Sprich mit ihr und sie wird dich hereinlassen. Nimm dir die wohlverdiente Zeit, um dich auszuruhen und zu erholen. Willkommen in Devil's Crossing. Dankeschön. Ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um eine Strategie zu planen. In der Zwischenzeit kannst du den anderen in Devil's Crossing helfen. Nimm dir einen Moment Zeit und misch dich und die anderen Überlebenden. Ja, so erzählt er noch von den verschiedenen Leuten. Kann ich ja ein bisschen erzählen. Also eben hier haben wir den Händler. Hier haben wir den Hammond, der hat eine Quest, wo wir bestimmte Kreaturen, die mit der Axt, mit der großen Axt, töten müssen. Dazu müssen wir wahrscheinlich nochmal grinden. Nein, beziehungsweise wir können dann eine andere Quest machen, da gibt es auch. Okay, der Captain sagte, du darfst durchgehen. Mach bloß keinen Ärger. Danke sehr. Natürlich machen wir keinen Ärger. So, die erste Neuerung in Ashes of Malmot Add-on ist der Illusionist. Der macht sozusagen, dass wir hier eine Auswahl haben. Wie ihr seht, eben, ich konnte halt die Cloud-Datei nicht löschen von Steam, weil ich irgendwie nicht dorthin komme. Das hat irgendwie gewechselt seit der letzten großen Neuerung von Steam. Komme ich leider nicht mehr dorthin. Also man kann mir sicher da helfen gerne. Und deshalb sind einfach ein paar Sachen hier noch freigeschaltet. Zum Beispiel hier die Armors. Ja. Aber mehr zeige ich jetzt mal noch nicht, weil das sind eher Spoiler. Ich will mich auch nicht spoilern lassen, weil ich auch nicht mehr so viel Ahnung habe, was jetzt gerade für Items gibt, oder? Also ich bin einer, der relativ schnell so solche Sachen vergesse. Wenn jetzt also jemand spoilert, wie gesagt, in der Beschreibung steht, dass sie halt einfach storyhafte Spoiler und Item-Spoiler unterlassen sollt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir am Charakter irgendwie helfen, aber nicht irgendwie Grim Tools oder so verlinken, wo dann auch die Ausrüstung zu sehen ist, die perfekt ist und so Sachen. Das ist für mich immer so eine Schandtat. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich schon weiß, wie der Charakter später aussehen wird oder für was für eine Ausrüstung er tragen muss und so weiter. Deshalb bin ich ja auch bei Path of Exile nie mit Guides nach Guides, weil die Guides sind immer profihaft, da brauchst du immer perfekte Ausrüstung. Lieber auf dich eigentlich anpassen, den Charakter, und das ist eigentlich das Beste. Jo, ja, die vermisst ihren Bruder und wir müssen ihn suchen gehen. Hoffentlich lebt er noch. So. Also ihr merkt, ich will ein bisschen schneller spielen, weil ich will natürlich auch das Addon relativ schnell machen. Wenn es euch stört, bitte schreiben, gell? Aber, ja, das Spiel bietet relativ wenig und dann haben wir immer so richtig lange Unterbrechungen, weil ich vorlesen muss und so weiter. Deshalb, ja, tue ich da lieber ein bisschen schneller spielen, aber eigentlich alles so gut wie möglich,
verständlich simulieren, also den ja einfach sagen, oder? Bisschen Tutorial machen während des Let's Plays. Gut, hier haben wir sozusagen derjenige, der uns die Skillpunkte resetten kann. Was er, glaube ich, nicht machen kann, sind diese Punkte, die wir hier unten in die Liste reingetan haben, reduzieren, glaube ich. Das geht nicht. Aber scheinbar kann er pushen. Es gibt jetzt seit Ashes of Malmoth, also mit Ashes of Malmoth, was ich glaube sogar ohne, aber einfach seit Ashes of Malmoth gibt es jetzt aber auch ein Potion, das es auf 0 reduziert. Damit wir wahrscheinlich eine andere Klasse wieder wählen können. Gut, also wenn wir jetzt einfach hier drauf drücken, dann nehmen wir sozusagen der Punkt raus. Wenn wir hier drücken, dann gehen die Punkte reduziert. Aber das kostet alles Eisenstücke, aber wir haben ja genug schon. Wir könnten es jetzt machen, machen es aber nicht, weil, ja, wir brauchen es ja nicht. Gut. Hier ist das Lager. Ihr habt sozusagen verschiedene Kistenfächer. Also das ist nicht alles, sondern hier kann man erstmal zum Beispiel kaufen. Aber wir brauchen 10.000, okay. Dann haben wir hier ein Charakterwechselfach, also wo ihr auf bestimmte andere Charakter die Sachen auch haben dann. Also wenn ich jetzt hier ein Item reinlege und einen neuen Charakter mache, kann der andere Charakter das Item auch hier drin sehen und rausnehmen. Gut. Dann haben wir hier unten noch einen Händler. Wir haben sozusagen ein Fraktionssystem, also verschiedene Leute haben eine Fraktion und wir können sie beitreten. Zum Beispiel Devil Crossing ist eine Fraktion. Wir sind momentan toleriert, also haben wir noch keinen Fraktionsrabatt und die verschiedenen Sachen sind erst dann freigespielt, wenn wir natürlich so viel Ansehen schon haben. Also jetzt haben wir dann plötzlich, wenn wir da rechts sind, erscheint dann eine neue Leiste und dann sind wir freundlich, dann können wir da zwei Tränke kaufen. Sind aber nicht so gut für einen Sammler. Da haben wir zum Beispiel ein paar Baupläne, die kann man verwenden, um zu craften. Ja, zum Beispiel im Crafting, da brauchen wir Bestandteile. Wenn wir die haben, können wir das zum Beispiel craften. Kostet auch relativ viel, 10.000, 20.000. Hier haben wir zum Beispiel noch Tentakel. Okay, das ist eine komische Übersetzung. Auge. Also das sind scheinbar so Juwelen, die man reintun kann in die Sockel. Wenn wir eine Item haben mit Sockel. Scheinbar. Ja, es ist eine Verbesserung. Ah, die brauchen keine Sockel, das muss man einfach rechtsklicken auf Ringe und Amulette, genau. Da haben wir noch eine Verfügung von Devil Crossing, damit können wir mehr Ruf bekommen bei Devil Crossing. Ist auch relativ gut. Ja. Ja, den haben wir schon gezeigt. Ah, da haben wir noch eine Quest. Ja, genau, das ist der, den wir gefunden haben im letzten Part. Sehr gut. Und nochmal ein Level. Wie schnell das geht. Ich bin gar nicht mehr so. Lol, es hat gespeichert. Ich wollte eigentlich das nicht speichern. Okay. Ja, machen wir unbedingt noch zwei Punkte rein, damit wir bald solchen Dämonen haben. Wahrscheinlich habe ich das am Schluss angenommen. Ich wollte es eigentlich ablehnen. Okay. Ja, wir haben nur ein bisschen Geld verloren. Dann haben wir nach einiger Zeit, da brauchen wir respektiert Ruf, ja, Kopfgelder. Das sind einfach so Quests, wo wir eine Kreatur töten müssen. Und die müssen wir natürlich zuerst suchen und so weiter. So, was haben wir jetzt? Punkte vergeben. Ja, dann machen wir mal auf Geist. Und das nächste Mal eines auf Raffinesse, denke ich mal. Gut. Okay, dann machen wir weiter. Da unten haben wir noch eine Quest. So, mal kurz beschwören wieder.
captain send you over? He must have done quite a service with the dead if he's got hands to spare for old Barnabas. Let's get the boots. You seen the bodies floating out there? Search the ruined houses and... Der braucht jetzt gerade Schrott. Wir müssen also nochmal Schrott suchen. Den haben wir aber. Wir haben, glaube ich, 6 Schrott gehabt oder so. Und dann waren die anderen Kristalle. Gell. Ja. Jetzt müssen wir eine Sliff-Höhle säubern. Ja. Also wenn ihr alles lesen wollt, macht kurz Pause und dann könnt ihr alles vorlesen und dann könnt ihr weitermachen. Dann könnt ihr das nächste vorlesen. Ich werde einfach ein bisschen manchmal sagen, was gerade er will und so weiter. Also momentan ist das Wasser vergiftet von diesem Brunnen, das sieht man, es ist grün. Und wir müssen sozusagen einen Sliff töten, damit das Wasser wieder blau wird. Ja, und dazu müssen wir da rechts rein. Wir werden aber noch kurz verkaufen, die Sachen, die wir hier haben. So. Kaufen müssen wir eigentlich nichts. Eventuell gibt es irgendwo einen Minion-Ring, aber sonst müssen wir nichts kaufen. Ja, es gibt keinen. Hier hätten wir vielleicht irgendwo noch mal ein paar Minion-Bonus, aber scheinbar nicht. Ja, momentan ist da noch nicht so viel erhältlich natürlich. Das ist levelbedingt und ansehenbedingt. Also ich glaube bei diesem Händler nicht, aber bei Fraktionshändlern und so ist dann natürlich fraktionsbedingt. So. Gut, beschwören wir nochmal. Ja, jetzt haben wir 3 Nahkämpfe und einen Fernkämpfer. Ich finde die Fernkämpfer sind ein bisschen stärker, aber wahrscheinlich halten sie natürlich weniger aus, wenn sie angegriffen werden. Also eben das Tankpad ist eigentlich wichtig für die Fernkämpfer-Skelette. Damit einfach eben der Tank angegriffen wird, brauchen wir auch die Passive von ihm. Aber ich denke, das geht relativ gut. Und wir eben können immer wieder die Stats zurücksetzen lassen. Skillpunkte. Ja, alles eigentlich zurücksetzen mittlerweile, das ist gut. Also eben, wenn ihr euch verskillt habt, keine Angst, müsst keinen neuen Charakter erstellen. Es geht relativ alles gut zum Zurücksetzen. Gut. Hier gibt es noch einen Geheimgang, da kennen wahrscheinlich nicht gerade so viele. Ich werde ihn mal kurz noch betreten. Auch sonst mache ich relativ schnell vorwärts. Einfach, die Sachen sind sowieso nicht gerade so erwähnenswert am Anfang, weil das Spiel natürlich sehr leicht ist am Anfang, oder? Wir spielen hier auf Veteran und Veteran ist für mich noch zu leicht. Es gab eine bestimmte Patch-Status, da war Veteran extrem schwer schon von Anfang an. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Das war, glaube ich, so im ersten Let's Play-Versuch von mir. Und ich habe ja echt nicht mehr Lust gehabt, die ganze Zeit auf Monster einzuschlagen und zu sterben kam. Deshalb, ja, jetzt geht es natürlich schon viel, viel besser. Also mittlerweile ist das Spiel wirklich auch als Let's Play recht interessant spielbar. Okay, also die Skelette sind recht schwach momentan noch. Da sind schon wieder 2 gestorben. Aber eben, wenn wir die ersten Minion-Nots haben und so weiter, dann werden sie nicht mehr so sensibel sein. Okay, da haben wir eine Matriarchin. Ja, wir haben noch alle 4. Ich werde vielleicht im Forum mal das posten wegen der Nextbanks mit oben Broadcaster Software. Aber sonst einfach mal die Grafik noch ein bisschen reduzieren, also vor allem Anti-Aliasing und Apostrophe-Filterung. Weil das alles über die GPU geht.
wie zum Beispiel VSync auch. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so extrem laggen, aber es ist komisch, das ist wirklich komisch. Ich habe so also das Gefühl, Broadcaster-Software braucht immer wie mehr Leistung. Die machen nicht, dass es weniger Leistung braucht, die machen, dass es mehr Leistung braucht. Ich bin überhaupt nicht gerade so richtig erfreut über Broadcaster Software Studio. Sehr schade. So. Also im nächsten Level haben wir den Seuchendämon. Super. Okay, scheinbar haben wir mit dem Add-on jetzt eine höhere Levelquote. Wir bekommen viel schneller Level. Wahrscheinlich einfach vom Veteran-Modus, der ein bisschen leichter gemacht wurde und ein bisschen die Erfahrung höher gemacht wurde. Ja, immer Raffinesse haben wir gesagt, genau. Jo. Skelette leben alle noch gut. Das ist momentan echt nicht so gut, wenn die so schnell sterben. Also eben kaum Leben haben sie. Ja, es ist klar, also die Skelette sind meistens nicht so zäh in den Spielen, aber das macht es halt auch manchmal ein bisschen schwer. Zum Beispiel bei Diablo 2 hatte man Skelette, die kaum gestorben sind, die Nahkampf-Skelette. Die Marke-Skelette, die waren sehr sensibel. Aber ich weiß jetzt nicht, wieso die Spiele lieber so Trash Sachen einbauen wie die Skelette oder zum Beispiel ja, die Fledermaus oder was es war, nein, Möwe oder so etwas, also Falke, glaube ich, ist es bei Okkultist, der hatte früher nie so viel ausgehalten, später wird er gar kaum mehr angegriffen, also ist es auch relativ ein gutes Pet mittlerweile. Aber die Skelette halten nichts aus. Am liebsten würde ich noch Schamane nehmen als dritte Klasse. Weil er hat einen Dämon, ja, eine Bestie, die extrem viel tanken kann. Also ein Mega-Tank ist. Aber minion-technisch ist eigentlich das Spiel sehr gut. Was man nicht machen sollte, sind so Debuffs und so Sachen auf die Gegner wirken. Sonst wird man prioritiert. Also, dass man einfach angegriffen wird, oder? Und nicht die Minions. Und das ist nicht gerade so gut. Als Minion Master bist du nicht so tanky. Brauchst du auch nicht so tanky sein, wenn du es richtig machst. Ja. Okay. Blutungsschaden brauchen wir nicht. Ja. Okay. Ah, hier haben wir einen zweiten Schrein. Deviation Schrein. Ich kann es irgendwie nicht so richtig aussprechen, weil es halt Englisch ist. Ich bin halt eben Schweizer, ich habe nie Englisch in der Schule gehabt. Und ja, weil es einfach nicht typisch ist, dachten alle, man müsse Französisch lernen, obwohl schon lange das die Weltsprache ist, Englisch, aber ja. Ja, der macht viel Schaden. Ja. Ich bekomme immer Nahkämpfe. Die Fernkämpfe sind so selten. Plötzlich. Sehr gut, sehr viel Ausrüstung. Gut. Kurz die Kisten, bevor wir den Deviation Shrine machen. Weil da kommen jetzt, glaube ich, Monster raus. Nein, noch nicht, okay. Aber auf jeden Fall haben wir nochmal so einen Stein gebraucht. Königsschwert, ja, ein Kriegsschwert, okay. Wird schaden. Gut, dann können wir eben da einen Punkt reinsetzen. Ich möchte lieber zuerst die Skelette priorisieren, bis wir verwesende Dämpfe haben.
Ja, es ist auch nicht gerade so gut. Ja, auf jeden Fall mehr in Skelette. So, Konstitution kommt dran. Ah, Fluch der Schwäche, ist auch wieder Okkultist. Wort des Schmerzes. Physische Schaden. Ja, machen wir lieber auch mal physische Schaden rein. Und Durchschlagschaden, Konstitution ist auch besser. Gut. Ah, ich wollte nicht sortieren, ich würde das benutzen. Mach mal kurz ein bisschen sortieren. Hier haben wir schon mal einen kompletten. Also immer brauchen so ein paar Komponenten. Gleiche Ding, wie zum Beispiel versenkte Glut. Dann gibt es einen größeren. Stehe jetzt gerade noch nicht, zu was das wird. Aber meistens brauchen wir drei von einem gleichen Ingredienz, damit es ein besseren wird. Und die Rüstungsplatte können wir zum Beispiel schon mal. Ja. Ich weiß nicht, woran. Ja, machen wir da mit dem Schaden. Da ist der Schaden. Mal die Hose rein. Gut. So viel lagern müsst ihr eigentlich nicht, auch nicht so. Also, die Sachen bekommt man relativ schnell dann mit Grinden über. Einfach in alte Gebiete gehen und dann ein bisschen durchkämpfen nochmal. Ja, jetzt ist es blau. Jetzt haben wir schön frisches Wasser. Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir hier noch eine Quest. Welcome to my Kaparow. workshop. I saw Ja, you der hat eine fighting the beast Werkstatt. out in Lower Croft Rift Gates. Yes, the Ja. Ethereals used them to get around. I was working Ja, on a die crystal Gegner crystal, machen das but auch, then die you stumbled Ethereischen, through dass sie ours. herumreisen You können. never see the human, but you don't remember anything, do you? I may have taken some liberties while you were out cold. Ja, eine It Blutprobe was just nehmen. one test, Nee, but bitte I'm sure nicht. you'll Wir können do. Later, Blutabnahme the machen. results were. That your body is still you'll be looking for large formations Ja, of eben die crystals that have been Kristallformationen haben wir emerging from natürlich schon ein bisschen getötet und deshalb haben wir auch die Kristalle. Genau. Did you bring back the aether Ja, crystal hier sind case? sie. These will do perfectly. I'll just place them into my device here. Ah, very good. I'm sure Eine letting komische the aether Stimme. in your system won't do you the slightest harm. Eine richtige I'm so Professor busy with this Stimme. Rift Gate business that I completely forgot about my apprentice, Starlet. I have to say, I do feel a little responsible for her now that she's Okay, my jetzt müssen apprentice. wir Could you please das Mädchen finden, das wahrscheinlich Lehrling ist von ihm. Aber die finden wir nicht so schnell. Die ist in Burwich Village. Und das ist noch einen weiten Weg eigentlich. Da haben wir Kälteschaden, Raffinesse, Geist. Ja. Wir brauchen auch nicht viel Energie. Deshalb ist die Rüstung eigentlich nichts für mich gewesen, die heute. Ah, da haben wir zum Beispiel Bonus für alle Kreaturen plus 7% Leben. Das kommt uns sehr gut. Schau aber noch, ob es irgendwas Besseres gibt. Weil manche haben auch drei oder ja, zwei Stats. Bei Fernkampfwaffen kann das Leben auch sein. Aber da brauchen wir mehr Raffinesse. Ja. Dann nehmen wir doch das Buch, hä? Ah, Amulette, Ringe, Amulette könnten noch dabei sein. Aber ich sehe jetzt gerade keine Bonis. Deshalb ist das Buch eigentlich gut. So, jetzt haben wir keine Waffe mehr. Die können wir verkaufen. Chaos Damage wäre etwas. Ja, wäre eine Nahkampfwaffe. Saubergeschwindigkeit vielleicht. Wäre noch ein bisschen interessant. Okay, hier sind das Zweihandwaffen.
Ja, bisher haben wir natürlich nicht so viel Auswahl. Auch nicht genug Gold. Es wäre eigentlich sehr gut mit Cybergeschwindigkeit. Aber mit Angriffsgeschwindigkeit. So, haben wir eine Axt gekauft. Sieht eigentlich schick aus. So ein bisschen grün. Ein grünes Hemd an oder so etwas. Einen Schal. Oh, von hinten sieht es aber nicht schlecht aus. Ja, hier können wir noch irgendwie einen schöneren Hut machen. Ich werde aber so den Charakter momentan lassen. Wenn wir wirklich gute Ausrüstung für unseren Charakter haben, dann können wir mal transmogrifizieren. Good, you're back. I've heard good things from both Kasparov and Barnabas. One of my scouts came back with news, making our next move clear. Und den 50er Ruf bekommen. In Burwich Village to the north. You've proven yourself quite resourceful thus far. Your ability to secure rift gates for human use could be follow the road north through Whitemar. Though in the current state of things, you'll likely Ja, noch ein bisschen können wir spielen. Es ist 25 Minuten das Video. Wir machen jetzt mal alle Integrenzen hier rein. Oder wobei. Wir machen es hier rein, also wo die anderen Charakter dann auch zugreifen können. Und, ah, da gibt es noch mehr. Okay, das sind die Mantel, die werde ich noch rausnehmen, gell? Ich will ja eben von Grund auf beginnen. Ich will nicht noch Integrenzien dort haben. Die muss ich noch rausnehmen. So. Das habe ich natürlich auf die Schnelle nicht bekommen, nicht gesehen. Dass eben die Slots schon freigeschaltet sind, so. Weil man eben die Saves gar nicht löschen kann von den Stashes. Ich habe schon Mühe gehabt, die Saves überhaupt zu löschen, weil das mit Cloud gemacht wurde. Also das alles über Cloud ist und da kann man nicht einfach irgendwie den Cloud aufmachen und da löschen. Da muss man zuerst mal das Inventar finden, also der Ordner finden. Und scheinbar wurde der verlegt und ich weiß nicht mehr wohin. Also auf jeden Fall kann ich nicht suchen nach diesem Ding. Es wird nichts gefunden. Das ist wieder Windows. Also ich schon Probleme mit Windows hatte. Andere haben zum Beispiel null Probleme, aber ich habe immer die Probleme. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, dass mein Internet immer am Morgen rausgekickt wird. Scheinbar wegen dem Host, also wegen dem Internetanbieter. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Okay, jetzt haben wir wieder einen Fernkämpfer, super. Also farmen wir hier noch ein bisschen in der Region. Und dann mache ich morgen dann wieder eine Aufnahme. Ich hoffe, ich kann ja zwischen ein und zwei Videos pro Tag rausbringen. Die Elder Scrolls Online und Minecraft hat halt ein bisschen Vorrang. Oh, da ist der erste Sterngegner. Das sind sozusagen die Elite, die einzigartigen Kreaturen. Außer Bossen. Die haben Sterne. Ja, der macht viel Schaden mit dem Gift. Ich darf nicht so nah ran. Komm schnell. Ja. Weil ich wieder auf der Pfütze war. Ja, das ist Äther. Das ist so eine Besonderheit bei manchen Gegnern, dass sie dann Äther rauslassen. So. Ich hoffe, die Höhle ist hier rechts. Ich möchte gerne die auch noch ein bisschen betreten. Da gibt es manchmal guten Loot. Ja. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Schaden, Resistenz gegen Ätherische. Dafür mehr Leben. Was war das? Leben und. Ah, Gesundheitsregeneration, das ist auch relativ gut. Raffinesse und Widerstand ist auch sehr wichtig. Gut. Ja, die Höhle finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Wir werden sie dann im nächsten Part noch betreten. Es ist so eine vergiftete Höhle, also bei manchen. Ja, so eine, ja, ein Teich sozusagen, wo es mal ein paar Inseln gibt unterirdisch. Und die Gegner haben natürlich
auch Giftschaden. Und eine ist sogar ein Sternengegner. Aber hier oben muss die sein. Ja, jetzt haben wir 30 Minuten. Schon ein bisschen zu lange, das Video. Aber ja, wenn es euch stört, wie lange die Videos sind und so, dann dürft ihr gerne natürlich sagen, ja, spiel lieber 10 oder 15 Minuten und bring mehr Videos oder so, aber es wird momentan halt nicht so gerne geschaut. Ich bin zwar relativ hoffentlich interessant und so, aber scheinbar stören manchmal vielleicht der Dialekt oder andere Sachen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mich findet und so weiter. Und ja, Feedback ist halt wichtig, damit ihr natürlich ein bisschen mehr Qualität habt und ja, andere Sachen, Verbesserungen bekommt. Jo, also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!